Okay. Was geht ab, Freunde? Mein Name ist Alibaba Nuri und willkommen zu einer neuen Episode Geschwisterfragen. Willkommen. Hallo, liebe Verwandten, Familie, Freunde, Nachbarn. Willkommen. Willkommen. Sag auch einmal willkommen. 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 Okay. Ich habe euch auf Snapchat und Instagram darum gebeten, mir Fragen zu schicken, damit wir sie zu viert hier gemeinsam beantworten können. So wie es sich für dieses Format gehört oder so wie es sich das etabliert hat. Das Wort etabliert habe ich vor kurzem gelernt. Das ist ein schönes Wort. Okay. Ich würde einfach sagen, wir springen einfach in die Fragen rein. Ja, wirklich. Was sieht das mit dem Mundgeruch? Frage an Sano. Was würdest du deinem Ich in 10 Jahren sagen? Stell dir vor, du kannst dein zukünftiges Ich sehen. Oder was? Ja, du kannst dein zukünftiges Ich sehen. Was würdest du ihr sagen, was sie tun soll in ihrem Leben, was du gerade zum Beispiel nicht kannst? Nein, du hast es komplett gemacht. Und sie 20... Warte, gut. Also, sie redet mit der... Ja, ich weiß es. Leute, man hat manchmal Probleme beim Verstehen. Ich sage mein Leben ist toll, es soll weiter so bleiben und es soll kein Krieg sein und so. Seine von wem hast du das? Was heißt Krieg? Mit Pistole, Bomben schießen. Ja. Feiert ihr Eid, also das Zuckerfest? Ich beantworte das, seid leise. Grundsätzlich schon. Warte, wo warst du an Eid? Wo war Marci an Eid? Eine Frage, darf ich beantworten? Ich feiere auch, okay, aber nur, wenn es Geld gibt. Wenn es kein Geld gibt, dann feiere ich. Marci, das Geld kriegen die das Kinder. Das Geld kriegen wir von dir. Und ich habe dir, by the way, geschrieben, wo bleibt mein Eid? Ich bin noch ein Kind, ich muss selber Geld kriegen. Was heißt Geld? Bin ich euer Vater oder was? Das Allerunfairste ist, alle meine Muslime, Kinder bei Religion, durften einen Tag nicht in die Schule gehen. Alle und ich nicht. Und du musstest in die Schule? Ja. Ich war auch zu Hause. Das liegt an Mama, Sam. Trainiert Marci noch? Er hat einen stabilen Körper. Dankeschön. Ja, ich gehe auch in einen Leichtathletikverein. Aber ich bin noch kein Mitglied. Ich springe seit 2 Tagen über den Zaun. Warte, ich dachte, du bist dort Mitglied. Ja, noch nicht. Und immer, der Zaun ist so groß und da gibt es keine Kameras. Ich springe einfach so und dann gehe ich unter den Athleten und dann weiß keiner. Aber die einen sind angemeldet, ich noch nicht. Aber okay. Ich melde mich eh noch an, aber ich noch nicht. Leute, eine Sache noch. Marci, erklär ihnen, warum du in einem Leichtathletikverein bist. Weil ich muss 5 Kilometer unter 18,5 Minuten laufen können, denn das werde ich euch in einem nächsten Video sagen, warum. Aber jetzt müsst ihr nur wissen, ich muss 5 Kilometer unter 18,5 Minuten laufen können. Okay, er will euch nicht sagen, warum. Sano, die nächste Frage ist an dich, die kam schon 500 Mal vor, wir stellen sie nochmal. Sano, was willst du werden? Also jetzt aktuell. Pilotin? Nein, lass sie in Ruhe. Pilotin bin ich nicht so gut. Ich werde die Menschen. Ja, aber du kannst nicht so fahren, weil du kannst nicht gut fahren, gell? Ja, ja. Sag mal, was? Kindergärtnerin. Ja. Kindergärtnerin. Okay. Wieso genau Kindergärtnerin? Einfach so, die Kinder sind süß und so. Ich will auch genau wie Mama sein. Okay. Was essen Marci und du am liebsten? Also was ist dein Lieblingsessen? Alles, was vorkommt. Hauptsache manchmal sehr gesund, manchmal weniger. Wenn ich Cheat mache, dann alles. Okay. Sano, die Frage ist an mich und Marci. Aber kann ich dir was Ekliges sagen? Yeah. Mein ekliges Essen ist Brokkoli. Brokkoli, ja. Yeah. Und was? Brokkoli ist urlecker. Nein. Sei, geh weg von mir. Ich werde kotzen wegen dir. Okay, nächste Frage. Was haltet ihr von was haltet ihr von Sanos TikToks? Leute, Sanos TikToks sind bei uns zu Hause ein großes Thema. Also, wie soll ich sagen, sie zeigt sie manchmal her, sie zeigt sie unseren Eltern, sie zeigt ja. sie. Zeig mal ein, zwei TikToks, Sano. Ja, die sind meine Lieben. Sie können davon das sehen. Oh mein Gott. Und ich habe das allercoolste, ich habe mehr Fans wegen dir, Alibaba. Danke. Ja, bitte, Sano. Ich habe Fans wegen dir, Sano. Danke. Wir schauen auch deinen YouTube-Kanal. Ja, aber es ist auch unser Kanal. Es ist auch vor allem dein Kanal. Nur du bekommst das Geld. Die nächste Frage geht an Sahar. Sahar ist auch im Raum. Das ist die erste Frage, die an sie geht. Ich habe absichtlich nicht die ersten für sie genommen, damit sie einfach mal weiß, wie nutzlos.
manche Mädchen sein können. Wie hat Saharek... Warte. Wisst ihr, wie lange er mich überreden musste, dass ich mir die Zeit hier nehme? Ja, das stimmt. Wie hat Sahar reagiert, als du dich verletzt hast? Also als ich mich am Knie verletzt habe. Wie hast du eigentlich reagiert, als du es mitbekommen hast? Ich glaube, ich habe es erfahren und danach bin ich ins Fit-In gegangen. Und dann also, habe ich nochmal angerufen und gefragt, ob alles okay ist. Warte, du erfährst, dass ich einen Meniskus und einen Kreuzbandriss habe und gehst ins Fitnessstudio. Ich habe nur erfahren, Mama hat gesagt, ja, hat sich beim Fußball verletzt. Wird so nichts Schlimmes sein. Heißt das, wenn du erfahren hättest, dass es ein Meniskus und ein Kreuzbandriss ist, dass du dann nicht ins Fitnessstudio gegangen wärst? Was hätte ich dann machen sollen? Hättest du zu dir kommen sollen? Nein, in die Ecke weinen. Nein. Warum soll sie weinen zu dir kommen? Du nennst ihn immer adoptierte Schwester. Ja, eben. Hast du geweint? Was? Hast du geweint? Niemand hat geweint. Eigentlich nicht. Oder ich habe geweint. Marci hat gesagt, einmal im Bett, alles wird okay, alles wird okay. Liebt Sano immer noch Katy Perry? Hey Diana, und? Ja, weil du nicht mehr so viele Songs von ihr hörst, sondern mehr Songs, die man in deinem Alter nicht hören sollte. Zum Beispiel... Okay. Zum Beispiel Baby... Komm! Wir gehen durch den Wolken sind, okay. Warum, hörst du nicht mehr viel Katy Perry? Wegen, schau, ich höre manchmal auch andere Songs, nicht die ganze Zeit. Maro, ich habe ein paar neue Songs geschaut. Kubina Kubana, ey, ich tanze für dich, ja, ey. Kubana mag ich. Copacabana, Sano. Ja, sag's nochmal. Kubana Kubana. Und ich mag, und ich höre Listen Up von Voiceover, Bridges, und ich meine, die nächste Frage geht an euch drei. Jeder, der so eine Frage stellt, ich danke dir dafür. Ich danke dir vielmals. Und zwar, ist zwar keine Frage, aber eine Aufklärung. Ihr beschwert euch ja, dass ihr kein Geld von Alibaba bekommt, aber er kauft euch so viel. Seid dankbar, Kinder. Ich bin dankbar, schon längst. Zu mir, für mich hast du nichts gekauft. Was gekauft? Mann, zeig mir was. Wo war? Nicht einmal... Eine Schokolade für die Fessana. Doch, Essen. Das Essen zahlt immer er. Zum Beispiel, ich hab mir vorgestern Nudeln geholt. Nein, ich habe mir vorgestern Reis geholt. Ja. Reis mit Ente und Süß-Sauersoße. Ja. Hab nur die Hälfte gegessen, die andere Hälfte habe ich in den Kühlschrank getan. Ja. Ich hab warte, dann, ja, ja. Ist das jetzt dein Ernst? Zwei Stunden später war das weg, wer hat gegessen? Ja, ich, aber es war... Jetzt, willst du sagen... Das kann man nicht sagen. Würdest du sagen, dass meine Gage deine echtes Reste sind? Habe ich richtig verstanden? Ja. Meine Gage sind deine Essensreste. Ja. Alibaba, aber wenn wir immer zusammen essen gehen, dann sagst du, Sahai und Masi wollte Essen nehmen, sollen wir Essen holen? Und Masi sagt immer, aber, warte. Hör mal zu. Und Masi sagt immer, nein, danke, was, es ist was nicht deine Schuld. Danke. Ey, aber gleichzeitig macht er den hier und sagt, ja, holst du das Essen, dann zahle ich es für dich. Ja, schon, du musst schon noch. Du versklavst uns. Ja. Ging Alibaba ins Gymnasium Henriettenplatz? Ja. Ja, das war meine alte Schule. Und er ist einmal sitzen geblieben. Du hast einmal gesagt, weil Anna, ich war sehr brav in der Schule. Ja. Noch dazu. Komisch. Kann man mehr Videos machen? Nein. Kann man, Osama, du kannst schon viel schneller lesen als früher. Gratulation. Die Frage ist, kann man mehr Videos machen? Also ob wir mehr Videos machen können? Ja, können ja, wir. Ja, natürlich. Warum machen wir es nicht, Sarah? Weil er die ganze Zeit FIFA zockt. Und bei Anna geht. Und bei NS genau. Geht. Also, wie läuft es mit Anna? Sano, lies nicht meine Fragen, lass mich in Ruhe. Okay, Sano, was ist dein Lieblingsschulfach? Was bedeutet das? Was ist dein Lieblingsfach in der Schule? Mathe, Deutsch, Englisch, Turnen. Was magst du am meisten in der Schule? Wow, das machst du immer was übersetzt. Wenn ich Englisch mehr. Englisch? Okay. Ja. Ich habe auch sehr gemacht. Warte, hast du überhaupt Englisch? Ja. Yes, I have some English. On Monday, Tuesday and Friday. Okay, nice. Keep going, girl. Thank you. Okay. Was ist das schönste Erlebnis von euch? Meiner Meinung nach ist eins der schönsten Erlebnisse, die wir hatten, in Amsterdam. Genau da habe ich gedacht. In Amsterdam, als wir mit unseren Cousins und Cousinen Sushi essen waren. Das war ein schönes Tag. Wir waren alle vier da. Nein, Zano war nicht dabei, stimmt. Ja. Aber es war trotzdem schön. Aber ich finde mit den Eltern urlangweilig. Ihr hattet Spaß da. Ja. Zano war mit den Eltern unterwegs. An Zano, was würde sie machen, wenn sie Sahar nicht hätte? Also was würdest du machen, wenn das da nicht da wäre? Du meinst Sahar? Ja, ja. Was heißt hier das da? Ja, du bist ja doch das da neben mir, oder? Ja, du bist auch das da neben mir. Dann habe ich
ganz Tag geweint, bis er heil kommt zu uns. Aber was, sie wären nie da gewesen. So, dann würdest du nicht auf sie warten müssen. Lass das! Dann hatte ich... Dann gäbe es nicht jemanden, der dich mit ins Kino nimmt. Ja, und dann ich bring dich oft ins Kino. Ja, ich weiß, aber dann trotzdem war ich ein paar Mal traurig und hab geweint. Aber sag mal, denk mal nach. Und ich hab ganze Zeit dann Sahar dauernd genervt dann wegen Sahar würde es nicht geben. Sie wäre bei ihrer echten Familie. Bitte was? Bitte was? Ja, in Südafrika. Bitte was? Und Prinz Frau. Sehe ich aus wie eine Afrikanerin? Oh mein Gott, hast du gerade was gegen Schwarze gesagt? Nein! Warum sieht man eure Eltern nicht so oft in den Videos? Das habe ich schon oft erklärt. Ich bin. Darf ich mal sagen, dass es lustig ist, weil unsere Eltern nicht Deutsch können. Was war der erste netteste Satz, den du zu Sahar gesagt hast? Ich habe ja letztens gesagt, willst du was essen? Geh mir Essen holen. Kauf dir auch was dabei, weil ich bin reich und 1-2 Millionen Streams sind für mich kein Hype. Oh mein Gott, nein. Was macht Masi zurzeit, also arbeiten? Was macht Masi? Ich arbeite im Flughafen und... Was? Und da kommen so lustige Kunden ab und zu, eigentlich immer, die Chinesen, Asiaten und so weiter. Die können kein Englisch und ist aber sehr witzig mit denen. Immer so... Und ich so, sie sind schon fertig, sie können weitergehen und sie schätzen da... Weiter, exit there. Welches Lied hört ihr zurzeit am liebsten? Ich höre von einem Typ, das, ich weiß nicht, sondern Cesar, sowas wie Nobody But You. Kennt ihr das Lied? Was? Nobody But You. Es ist ein dunkelhäutiger Österreicher, der in Linz geboren aufgewachsen ist. Ja. Das ist echt schön. Wo will der Biomenzer? Wir all damit, wir all fällt, das so weit. Ich höre aktuell viel Shindy, Nautilus und Afalterbach. Finde ich lustig, wenn ich FIFA zocke. Was mit dir? Ich höre auch viel Afalterbach. Ich kenne die gar nicht. Wer sind die überhaupt? Okay, eine sehr gute. Shindy. Shindy. Oh mein Gott. Das ist. Du kennst Shindy nicht? Nein. Von wo ist er? Von wo ist er? Er ist ein Deutschrapper aus Griechenland. Deutschland. Okay. Leute, Massi mag Deutschrap. Er ist aus Griechenland? Was glaubst du? Keine Ahnung. Türke, alle sind Türken, Araber oder was im Deutschrap geht? Nein. Oder auf Ländern, die schlechte Kindheit hatten. Viertens, ja, mein Vater hat meine Mutter verprügelt. Ich bin im Ghetto aufgewachsen. Ich muss an dich glauben. Nee. Seid ihr eifersüchtig auf Alibaba? Wieso? Worauf? Kontostand 0. Auf den 0. Nächste Frage. Leute, das ist eine echt geniale Frage. Okay. Ich finde, das ist nicht genial. Nein, ist nicht genial. Doch, es ist genial. Okay. Wenn du Deutsch kennst. Ich kenne dich. Was heißt? Und du sagst, es ist das Beste. Okay, so, meinst du? Das Schärfste, okay, komm. Jetzt bin ich gespannt, okay? Okay, ja. Jetzt? Okay. Ja, jetzt, genau jetzt. Warum laufen Nasen, während Füße riechen? Eine Stunde später und nicht witzig. Warum laufen Nasen? Also deine Nase läuft, oder? Wenn du eine verstopfte Nase hast. Und Massis Füße stinken. Weißt du, die Füße riechen. Füße riechen und Nasen laufen. Mhm. Wobei es eigentlich umgekehrt sein sollte. Mhm. Meinst du, es soll so laufen, Alibaba? Ja, nein, nicht so. Warum laufen Nasen? Alibaba, ich gebe einen Rat. Finde einen Weg, die Situation ein bisschen witziger zu machen. Was, hast du gerade Deutsch geredet? Warte, hast du gerade Deutsch geredet? Welche Füße stinken am meisten? Achso, Massis Füße. Alibabas. Eindeutig. Meine Zehennägel fallen ab, aber Massis Füße stinken. Ihr müsst fragen, wer furzt in der Nacht? Alibaba, ich hab dich ja mehr aufgefurzt gehört. Sano, ich hab dich bisher mehr furzen als reden gehört. Das ist schlecht, weil du hast Karriere. Sano soll sagen, was sie an euch besonders mag und was sie bei euch hasst. Bei dir mag ich, weil du immer nett bist und süß bist. Okay. Und bei dir mag ich immer, wir gehen zu Anna und das freut mich ursehr. Das ist alles, was du magst.
Ja, und bei dir mag ich so gerne, wenn du so lustig bist, aber bitte nicht so, aber wenn das so lustig ist, dann mag ich das so sehr, mach weiter so. Und bei dir mag ich nicht, wenn du mich anschreist, dasselbe und dasselbe. Achso, wir sollen dich nicht mehr anschreien? Nein. Okay. Hatte einer mal das Gefühl von euch nicht in die Familie zu passen? Lieber, weil es von der Art her ein bisschen. Nein, es hat keiner von uns das Gefühl bisher gehabt, oder? Mhm. Nein, oder? Nein. Nein, wirklich nicht, oder? Nein. Nein, wirklich nicht, oder? Ich will so gerne einen Hund haben. Was hat das mit der Frage zu tun? Ja, der ist nicht. Aber Leute, ein Bulldog ist so süß! Ja. Nein, ich sehe. Warum heißt du Alibaba? Weil ich so von meiner Oma. Gott hat. Nein, nein, es war nicht Gott. Es war meine Oma und mein Vater. Nein, der Gott hat es gesagt und dann der Gott hat Oma und Opa. Gott hat gesagt, es soll Alibaba heißen. Könnt ihr Deutschrap singen? Spüre die Sonne, das Meer. Weiter. Kuwina, Kuwana, ey. Kuwana, Kuwana. Okay, nächste Frage. Warum sieht Marci in manchen Videos hässlich aus? Eine Frage an Sano. Zeigst du den Mittelfinger immer noch jeden Tag? Also es war ja eine Zeit, wo du in jedem Video den Mittelfinger gezeigt hast. Ja, ich habe keinen Fan von dem. Ich mag das nicht mehr zeigen. Ja, das. Sano ist erwachsen geworden. Sano hat dazugelernt. Oh. Wegen, es soll ein schlaues Mädchen da sein. Ja. Singt mal alle zusammen ein Lied. Nein, sicher nicht. Nein, oder? Okay, was wollen wir? Oh ja, komm, dann. Sing mal das Lied von Adele Taville. Ich fange an, wie ein Ägypter, oder? Alle vier zusammen. Ich ging wie ein Ägypter, hab mit Tauben geweint. Lass es! Verstehst du kein Deutsch? Okay, wer von euch ist am ehrlichsten? Da muss ich ehrlich sagen. Und ehrlich? Ich sage es ehrlich, ich. Nein. Leute, ich habe noch nie in meinem ganzen Leben gelogen. Mir wurde immer beigebracht. Sei ehrlich, sei charmant. Ja, sei ehrlich, sei charmant. Sei charmant. Kann ich was sagen? Ja. Ich bin heute auch ehrlich. Ich habe in der ersten Klasse gelügt. Aber das ist aber. Aber du bist ehrlich. Nur in der ersten du hast gelogen, aber. Jetzt bin ich ehrlich, ja. Ja. Das ist genau so ein Beispiel, wenn jemand, der andauernd zu spät kommt, ist doch pünktlich, weil er kommt immer zu spät. Weißt du, was ich meine? Jemand, der immer zu spät kommt, ist eigentlich auch pünktlich, weil der kommt immer zu spät. Wer ist am erzogensten laut euren Eltern? Also Mama hat mal gesagt, ich bin der Besterzogene. Das stimmt nicht, sie sagt immer das Gegenteil und verarscht dich. Mama hat immer gesagt, Bacesak. Bacesak heißt Hundesohn, so wurde Marci immer genannt. So wie es du noch genannt. Das war's mit den Fragen. Ich danke euch, es war cool, ja, dass ihr neben mir gesessen seid und die Fragen beantwortet. Und wir freuen uns auf die zukünftigen genialen Fragen. Und wir freuen uns auf dein Geld. Okay, auf Wiedersehen, bis bald. Folgt mir auf Instagram und nehmt mich auf Snapchat, um in Zukunft nicht zu verpassen und um mir weiterhin Fragen stellen zu können. Ihr verpasst nichts. Dann würde ich nur noch sagen, das war's. Auf Wiedersehen. Und hasta la vista!